Ja, innerhalb kürzester Zeit habe ich einige meiner absoluten Lieblingsbilder mit der Leica M4P fotografiert. Hätte ich sie mit jeder anderen Kamera aufnehmen können? Auf jeden Fall. Ohne die Kamera hätte ich allerdings sicherlich nicht so oft die Motivation gefunden, überhaupt rauszugehen und zu fotografieren. Deshalb kann man schon sagen, dass sie einen großen Anteil an diesen Bildern hatte. Aber das ist ja oft so mit neuer Technik. Ein Video zu machen, in dem ich Leica lobe, ist mir zu einfach. Sie ist ein wunderbares Stück Technik, jede Funktion ist an der richtigen Stelle und nicht umsonst gilt eine Leica M als das beste Werkzeug für Street- und Dokumentarfotografie. Ich möchte in diesem Video aber über die Dinge sprechen, die mich an der Kamera wirklich stören und die andere meiner Kameras besser machen. Aber bevor ich mit dem Video anfange, bitte abonniert meinen Kanal. Es hilft mir sehr, auch weiterhin Videos für euch produzieren zu können. So, aber zurück zum eigentlichen Thema dieses Videos. Ich versuche, alle Dinge aufzulisten, die mich an der Leica M4P und sicher auch an ihrer begehrteren Schwester M6 stören. Über meinen Freund Thomas bin ich zum ersten Mal in Kontakt mit einer Leica M6 gekommen. Er hat sie seit Ewigkeiten und immer wenn ich sie in der Hand hatte, habe ich verstanden, was so besonders an Leicas ist. Es hat dann aber bis zum Jahr 2020 gedauert, bis ich mir meine eigene Leica gekauft habe und ich habe es bis dahin auch nicht bereut. Außer vielleicht, dass ich mir eine analoge Leica gekauft habe und die Preise für Film mittlerweile in astronomischen Höhen angekommen sind und ich sie deshalb aktuell nur selten benutze. Einer der größten Punkte, der mich an einer Leica M stört, ist der Preis. Leider sind Messsucherkameras ziemliche Exoten unter Kameras und so ist der Preis für das Leica M-System schon ein ziemlicher Gatekeeper. In einem meiner Videos habe ich weitere, teilweise viel günstigere gebrauchte Messsucherkameras aufgezählt. Versteht mich nicht falsch, eine Leica ist in gewisser Weise schon ihr Geld wert. Aber es wäre schön, wenn es bezahlbare digitale Alternativen gäbe. Der Messsuchermarkt ist nun mal leider ein Nischenmarkt, deshalb zahlt man für diese Kameras immer so ein Extra. Der Belichtungsmesser. Entweder man hat kein Belichtungsmesser, wie die Leica M4P, oder man hat einen, der bei vielen Modellen kaputt geht, wie bei der Leica M6. Es ist in beiden Fällen gut, die Sunny 16-Regel zu beherrschen oder einen externen Belichtungsmesser zur Hand zu haben. Mittlerweile gibt es viele Belichtungsmesser-Apps, die zumindest am Tag recht genaue Ergebnisse erzielen. Außerdem ist die Leica ein Luxusgegenstand und ähnlich einer teuren Uhr von weitem zu erkennen. Wenn man also nicht unbedingt zeigen möchte, dass man weit über 1000 Euro um den Hals hängen hat, sollte man sich lieber nach einer anderen Kamera umschauen, denn selbst mit abgeklebtem rotem Punkt erkennt man eine Leica schon ziemlich leicht. Sie ist halt auch einfach besonders schön. Genau wie die Kamerabodies sind aber auch die Objektive sehr teuer. Sie sind ungeschlagen, aber zusammen mit dem Summicron kann ein ganzes Setup schnell 3000 Euro übersteigen. Mit schnelleren Summilux-Linsen wird das Ganze noch weitaus teurer. Ich selbst setze auf den Vogtländer Nocton. Es hat ein bisschen mehr Charakter und ist sicherlich nicht so perfekt wie ein Leica-Objektiv, aber ich bin super happy mit der optischen Abbildungsleistung und sehe für meine Street-Fotos keinen Grund, auf den Summicron oder Summilux zu upgraden. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich einige meiner bekanntesten Fotos mit einer simplen Kit-Linse gemacht habe und ich kein Pixelpieper bin. So, jetzt wisst ihr, welche Dinge mich in meiner Leica M4P wirklich stören. Abgesehen vom hohen Preis sind das alles verhältnismäßig kleine Punkte und das Fehlen eines Belichtungsmessers hat mich wirklich weitergebracht, weil ich mir nach vielen Jahren der Fotografie gezwungen war, mir über Belichtung Gedanken zu machen. Der angenehme Nebeneffekt ist, dass ich seit der Leica ohne Belichtungsmesser auch mit meinen Kameras, die einen eingebauten Belichtungsmesser haben, viel besser belichte. Auch wenn ich die Theorie schon viel länger beherrsche. Welche Punkte stören euch an Leica M-Kameras? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.